Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Mario Odyssey Video. Und wie versprochen in meinem letzten Video, werde ich heute euch einen Mario Odyssey Glitch zeigen, den noch kein großer YouTuber so wirklich gezeigt hat. Und ja, Leute, ich bin ein bisschen erkältet. Ich wollte eigentlich kein Video machen, aber Leute, für euch habe ich mir gedacht, muss jetzt ein Video hochladen. Ich kann euch nicht länger sitzen lassen. Und deshalb ist dieser kleine, knackige Glitch einfach genau perfekt für heute. Und zwar müsst ihr dafür ins Polarland reisen mit eurer Odyssey. Und wenn ihr angekommen seid, dann geht ihr diesen Weg, den ich euch hier zeige. Und zwar gibt es ja diese großen Wolken mit einem Gesicht, die also komischen Wind pusten, die Mario auch kapern kann. Und zwar gibt es dort draußen im Polarland oben mehrere. Und ihr kapert euch genau diese, die ich euch hier zeige. Und wenn ihr den dann gekapert habt, geht ihr an diese Stelle, und zwar hier an dieser kleinen, an diesen kleinen Vorsprung, den ich euch hier zeige. Dort könnt ihr nämlich genau mit der Wolke da unterfliegen. Und alles, was ihr jetzt machen müsst, ist einfach eigentlich dagegen fliegen und dann einfach ZR drücken, um letztendlich aus der Wolke rauszugehen. Und dadurch werdet ihr, wie bei vielen anderen Glitches bei Mario Odyssey, einfach in die Wand reingedrückt und seid sozusagen out of bounds, out of map, aber Leute, irgendwie hat es nicht funktioniert. Und zwar, was ihr noch dafür machen müsst, um letztendlich die Wolke noch ein bisschen weiter in die Wand reinzudrücken, ist Y zu drücken, um zu pusten, weil dann geht die Wolke, die beugt sich dann ein bisschen nach vorne und ihr werdet ein bisschen weiter in die Wand reingedrückt. Wenn ihr dann ZR drückt an der richtigen Stelle, was immer noch ziemlich knackig schwer ist, also ziemlich genau sein muss, dann landet ihr hier drinnen in diesem Eisblock, seid sozusagen out of bounds, out of map, kann man fast schon sagen, und könnt euch in diesem Eisblock frei bewegen, Leute. Was bringt euch das? Relativ gar nichts. Wenn ihr versucht, da durch die Tür zu gehen, dann seid ihr sogar gefangen und könnt da nicht mehr rauskommen, wie bei manchen anderen Glitches auch. Aber Leute, das war noch nicht alles, denn ich habe ein kleines Video gefunden und das Video hat erst 20 Klicks, Leute. Deswegen ist der Glitch ziemlich unbekannt. Ich habe es in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Und zwar kann man noch in der Eishöhle, beziehungsweise bei anderen Orten, wo es diese Wolke gibt, kann man sich auch noch durch die Wand backen, beziehungsweise er zeigt es. Ich bin ehrlich, ich habe es ungefähr 20 Minuten probiert, mich durch die Wand zu glitschen, habe es nicht geschafft. Deswegen, wie beim letzten Glitch in Metro Kingdom, ihr seid wieder gefragt, zeigt mir, wie ihr es schafft auf Twitter, wenn ihr es schafft, euch in der Eishöhle euch da durch die Wand zu backen, denn schickt mir das Ganze auf Twitter. Ich finde es ziemlich interessant. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, zu Smash Bros. 5 für die Nintendo Switch, Mario Odyssey und alles weitere zu Nintendo. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.